Ich habe mir das ja auch nicht ausgesucht. Aber du, du hast das ja wohl schon vorher gewusst, oder? Lange bevor ich wusste, dass ich mich in ihn verlieben würde. Das finde ich jetzt interessant. Wie kommen Sie denn da drauf? Zu der Zeit, wo wir regelmäßig tanzen gegangen sind, hat sie ständig bei mir angerufen. Wieso? Weil sie eifersüchtig war. Sie wollte einfach alles wissen. Sie wollte wissen, wo wir waren, was wir gemacht haben, worüber wir gesprochen haben. Jedes Detail. Davon hast du mir aber mal gar nichts erzählt. Da weiß ich nichts von. Ja, weil ich dir kein schlechtes Gewissen machen wollte. Ja, aber jetzt, wo die Sache mit dem Murmel passiert ist, muss ich das einfach sagen. Ja, und du, saubere Sache. Wegen dir sitzt du im Rollstuhl. Bist du eigentlich noch zu retten? Du weißt doch selber, wie das ist. Und dann tust du ihm das an. Nur weil du ihn wie Dreck behandelst, darf ihn jetzt auch keine andere Frau mehr haben, oder was? Nein, das ist überhaupt nicht. Ich hab doch überhaupt nichts dagegen, dass ihr euch mögt. Im Gegenteil, ich. Roman, ich meine, Patty ist doch so ein patentes, nettes Mädchen. Ich bin dir auch überhaupt nicht böse. Und du musst dir auch keine Gedanken machen, was die Leute sagen, von wegen Frau, behinderte Frau verlassen oder so. Ich hab doch Axel. Ey, Linda, jetzt hör aber auf! Ich werde ja bescheuert hier noch mit euch. Ja, dann machen wir mal einen kleinen Themenwechsel. Frau Hof, sagt Ihnen der Name Axel Friedrich was? Ja, allerdings. Das ist ein ganz merkwürdiger Vogel. Er schimpft sich Fotograf und hängt die ganze Zeit bei uns vom Krankenhaus rum und belästigt die Patientin. Wir haben ihm auch schon tausendmal gesagt, dass wir das nicht wollen, dass er die Patientin anquatscht. Aber er taucht immer wieder auf und ja, wir können ihn einfach nicht weghalten. Und ja, wir haben auch ständig Beschwerden von Patientinnen und von Angehörigen. Und unsere Arbeit erleichtert er halt auch nicht. Ja, eben. Und deswegen frage ich mich, warum Sie dem nicht einfach schon längst ein Hausverbot erteilt haben. Ja, weil er eben vor dem Krankenhaus das Ganze macht. Und das haben wir einfach nicht unter Kontrolle. Aber ich nehme trotzdem an, dass die Angeklagte sich jedenfalls nicht beschwert hat über Axel Friedrich, oder? Nein. Also, er hat einen totalen Narren an ihr gefressen. Und sie ist die Einzige, die auf seine Angebote angesprungen ist. Ja, sie sieht ja auch toll aus. Das einzig Gute an der Sache ist, dass er jetzt zumindest die anderen Patientinnen in Ruhe lässt. Ach so, so können wir es auch sehen. Noch Fragen an die Zeugin Hof? Nein. Dann wollen wir diesen Künstler haben. Axel Friedrich, bitte. Und Sie nehmen bitte an der Seite Platz, die Zeugin. Bleibt unvereidigt. Künstlerisch wertvoll. Nehmen Sie doch bitte Platz und irgendwann trennen Sie sich, bevor wir uns unterhalten von dieser wunderbaren Kappe. Kunst im Gerichtssaal auf den Kopf geht einfach nicht. Dass man bei Gericht die Wahrheit sagen muss, Herr Friedrich, wissen Sie, wenn man das nicht tut, macht man sich strafbar. Und ich muss Ihnen auch noch was sagen, § 55. Man kann immer dann schweigen, wenn man sich selber bei wahrheitsgemäßer Aussage einer Straftat bezichtigen müsste. Wenn man selber was mit der Tat zu tun hat zum Beispiel, dann kann man sagen, dazu sage ich nichts. Nur lügen dürfen Sie nicht. Axel ist Ihr Vorname, Herr Friedrich. Sie sind 44 Jahre alt und wohnen in Köln. Was sind Sie vom Beruf? Künstler. Genauer gesagt Fotograf. Mit der Angeklagten sind Sie weder verwandt noch verschwägert. Seelenverwandt schon. § 52 kennt keine Seelenverwandtschaft. Herr Friedrich, Sie waren am 19. Februar bei der Angeklagten zu Besuch, als der Ehemann nach Hause kam. Und er hat Ihnen deutlich gesagt, dass er wieder runterkommt, Sie nicht mehr sehen will. Also zu Deutsch, Abflug, Rauswurf, ziemlich drastisch. Er hat Sie dann auch nicht mehr gesehen? Nur hat er auch was anderes nicht mehr im Eingangsbereich gesehen, nämlich, dass diese Murmeln auf den Treppen vor dem Hauseingang lagen, als er das Haus verlassen hat. Wollen Sie damit etwa andeuten, dass ich die Murmeln Also, Herr Friedrich, die Frau Vorsitzende würde das bestimmt nicht so andeuten. Ich würde das aber schon so andeuten. Ich sage Ihnen auch, warum. Das spätere Opfer, das hat weder Verständnis für Ihre Kunst, noch hat das Verständnis dafür, dass Sie dessen Frau angraben. Und dass Sie dann mitbekommen haben, dass Sie auch noch aus dem Haus rausgeschmissen werden, dann war das so eine Schmach für Sie. Und dann wollten Sie sich rächen. Einmal dafür, dass man Ihre Kunst nicht mag und dann natürlich auch als verschmähter Liebhaber. Und Sie haben die Gelegenheit genutzt, Sie wussten ganz genau, dass das spätere Opfer nachher aus der Haustür rausgeht. Dann haben Sie die Murmeln auf der Haustür, also vorne vor dem Haus verteilt. Das ist kompletter Schwachsinn. Lindas Mann hat mich rausgeworfen, weil er meine Kunst nicht versteht. Na und? Das tun die wenigsten. Aber wenn ich da jedes Mal überreagieren und denen etwas antun würde, da hätte ich viel zu tun. Da käme ich nicht einmal zum Fotografieren. Ich kann durchaus mit Ablehnung und mit Kritik umgehen. Immerhin bin ich das Enfant terrible der hiesigen Kunstszene.
Aber Ablehnung ehrt mich doch letztlich, denn die habe ich schließlich gemeinsam mit den ganz großen Geistern der Menschheitsgeschichte. Oh, das wird die Abba freuen, dass sie nicht so allein sind, wenn sie verkannt werden. Hat die Angeklagte dann auch irgendwas gerufen zum Beispiel oder sie sich gemeldet bei ihnen, um sich zu entschuldigen oder? Sicher. Kaum war ich durch die Tür, hat sie mich telefonisch erreicht. Sie hat mich angerufen. Sie hat mir mitgeteilt, dass sie durchaus damit einverstanden ist, dass ich die Fotos von ihr mache. Das war bis dahin nämlich noch gar nicht klar, aber nach dieser Szene schon. Ja, nur dann habe ich vorhin etwas missverstanden. Ich dachte, Sie hätten schon in der Klinik mit ihr die Fotos geschossen. Nein, da haben wir nur darüber gesprochen. Aber im Nachhinein kann ich nur sagen, Gott sei Dank, dass alles so gekommen ist. Linda ist nämlich ein Naturtalent, ein grandioses Faszinosum. Diese Bilder sind nicht nur die besten Fotos, die ich je gemacht habe. Sie sind ein Feuerwerk der Leidenschaft. Linda ist meine Muse. Geben Sie sofort diese Fotos her da! Ich will auf gar keinen Fall, dass hier irgendeiner halbnackte Bilder von meiner Frau zu Gesicht bekommt. Und ich will auch nicht, dass Sie so Schweinsbilder von meiner Frau... Herr Weller, Herr Weller! Wer hier in der Verhandlung welche Bilder zu Gesicht bekommt, das entscheidet nun mal die Vorsitzende. Steht auch in der Prozessordnung. Wenn Sie keine Einwände haben, würde ich Sie gerne mal sehen, die Bilder. Bringen Sie sie mir doch bitte nach vorne. Und? Gleich das erste Foto ist auch das Beste aus der ganzen Serie. Ich bin nämlich der Meinung, dass diese Menschen ebenso ästhetisch in Szene gesetzt werden können, wie andere Menschen auch. Ich bin fasziniert von der Symbiose aus menschlichem Fleisch und Metall. Zwischen pulsierendem Körper und kalter Maschine. Meine Bilder haben nämlich eine Aussage, nur wird die oft nicht verstanden oder gerne auch mal falsch. Aber Linda wird der Star in meiner Ausstellung demnächst. Weiß die Angeklagte, dass diese Fotos ausgestellt werden sollen? Ich wollte es ihr in den nächsten Tagen sagen. Also, ich habe nichts dagegen. Ich meine, ich kenne die Fotos ja und weiß, dass sie gut sind. Also ich bitte, wir haben uns dieses ganze Gelaber, ich sag's jetzt einmal, wie es ist, lang genug angehört. Wir haben vorhin von der Zeugin gehört, dass sie in der Reha-Klinik kurz vorm Hausverbot stehen, weil sie da die Patienten belästigen, ja? Und ich bezweifle ernsthaft, dass diese Fotos aus reinem Kunstinteresse entstanden sind. Weswegen denn bitte sonst, ne? Jetzt bin ich aber mal gespannt. Ja, die Spannung kann sich leicht legen. Ich glaube, dass sie einfach eine Vorliebe für körperlich behinderte Frauen haben. Sie haben einen Fetisch, sie sind ein Freak. Was Sie da einen Fetisch nennen, nenne ich Muse. Ja, nennen Sie es, wie Sie wollen. Aber Fakt ist ja wohl, dass Sie bei Ihrer Muse auf der Couch saßen, dann sind Sie von dem Mann Ihrer Muse rausgeschmissen worden. Wie fühlt sich das denn an? Nicht so toll, oder? Was haben Sie da gemacht? Sagen Sie es doch. Das ist das Impertinenteste, was ich jemals gehört habe. Schon wieder nachblättern, was das heißt. Es geht Sie zwar nichts an, aber offensichtlich habe ich keine andere Wahl. Sie sind da in einer völlig falschen Ecke unterwegs. Ich bin homosexuell. Ich stehe auf Männer. Was? Frauen tönen mich nicht an. Nicht im Rollstuhl und auch nicht, wenn sie Flickflack machen können. Da regt sich bei mir gar nichts, okay? Können Sie Flickflack, Herr Römer? Nein, ich kann es nicht. Aber ich weiß nicht, ob wir deshalb ins Beuteschema passen, Herr Düss. Sie sind schwul? Axel, bitte reg dich jetzt nicht auf. Okay, also lassen wir das Bauerntheater. Ich habe die Murmeln ausgestreut. Was? Roman, ist das bei dir angekommen? Es ist genauso, wie der Staatsanwalt es gesagt hat. Ich habe die Murmeln auf die Treppe gelegt. Entschuldigen Sie bitte, können Sie mir bitte sagen, was das jetzt soll? Auch auf die Gefahr hin, dass Sie jetzt das Mandat niederlegen? Ich war's. Das mag sein. Aber was haben Sie dann damit bezweckt? Roman hat mich einfach genervt. Also bitte lassen Sie Axel jetzt hier aus dem Spiel. Hier ist mein Geständnis auf dem Silbertablett. Ich war es. Und Axel... Ich liebe ihn und ich habe sogar mit ihm geschlafen. Das glaube ich jetzt nicht. Sag nicht, dass du mit ihm geschlafen hast. Warum denn, Mensch? Hast du gedacht, ich habe was mit Patty laufen oder nein, wie? Nein, ich wollte es einfach. Weißt du, Axel hat mir das gegeben, was mir in unserer Ehe gefehlt hat. Er hat mich begehrenswert fühlen lassen und sexy und... Ja. Herr Friedrich, können Sie sich mal erinnern, dass Sie irgendwann einmal eine Frau sexuell interessant gefunden haben? Ehrlich gesagt, wow, ich weiß jetzt nicht, was ich sagen soll. Das alles ist etwas neu für mich.
Also Sie wussten nicht, dass die Angeklagte solche Gefühle für Sie hegt, zum Beispiel, oder hegen will? Nein, das wusste ich nicht. Und dass Sie beide miteinander geschlafen haben, das wissen Sie auch nicht. Wir haben uns nicht einmal geküsst. Wozu auch? Das sagt Axel jetzt natürlich nur, weil Roman hier sitzt. Aber für mich ist das in Ordnung. Ich stehe darüber. Also ich glaube, was wir hier erleben, ist gerade wirklich hohe Kunst. Das ist die hohe Kunst, wie Sie sagen, in der Symbiose von Mensch und Lüge. Sie denken doch einfach nur weiter. Sie sagen doch deswegen, Sie hätten mit meiner Mandantin nichts gehabt, weil Sie sich dann natürlich selber belasten würden. Und Sie legen hier, warum, ist mir immer noch nicht klar, ein falsches Geständnis. Aber seien Sie doch mal Manns genug und Künstler genug und verewigen Sie sich für die Nachwelt und geben Sie endlich zu, dass Sie das hier gemacht haben, um den Ehemann meiner Mandantin aus dem Weg zu schaffen. Hören Sie mal auf in dieser künstlerischen Welt hier. Aber ich, das gibt's doch gar nicht. Nein, ich habe nicht mit Linda geschlafen. Ich liebe sie nicht einmal. Jedenfalls nicht so. Ich bin nämlich immer noch S-C-H-W-U-L, schwul. Und das schon ziemlich lange. Sie passen in mein Beuteschema. Und der da. Aber Sie. Fangen Sie mit ihm an, bitte. Nein, danke. Fotos, oder? Linda, das tut echt weh, ja? Das tut wirklich weh, dass du mit dem ins Bett gestiegen bist, echt. Und ich kann dir sagen, ich habe Mitschuld daran, dass du dich irgendwie anderen Männern zuwendest. Aber mit dem da... Also ich meine, ich lasse es mal im offen im Moment. Wer mit wem und warum auch noch geschlafen hat, oder vor allen Dingen nicht. Nur, ich meine, nach allem, was ich von der Zeugin Hoff gehört habe, verstehe ich eines im Moment jedenfalls noch nicht. Warum geben Sie sich die Mitschuld, wenn da was dran sein sollte? Dass Sie, oder vor allen Dingen, dass Ihre Ehefrau sich von Ihnen abwendet. Das steht ja dahinter. Ja, ich habe das ja schon angeschnitten. Nachdem das alles passiert ist und mit der Klinik und so und mit dem Rollstuhl, da habe ich mich nicht wirklich um Linda gekümmert. Da habe ich sie links liegen lassen und habe irgendwie... Ich war nicht mehr da für sie und... Linda, ich will nicht... Ich will nicht, dass es auseinandergeht. Wir haben uns doch geschworen, in guten und in schlechten Zeiten füreinander da zu sein. Du kannst das noch nicht machen. Bitte, lass mich bei dir bleiben, bitte. Ich lieb dich. Gott, Roman, hör auf, endlich so verständnisvoll zu sein. Verdammt noch mal, du musst nicht bei mir bleiben und du musst auch nicht auf mich warten, verstanden? Frau Weller, Sie brauchen nicht so laut zu reden. Diese Vorsitzende hat ausgesprochen gute Ohren. Und zwar allen Dingen für Zwischentöne. Sie haben eben ein Geständnis abgelegt. Ihr Verteidiger hält das für falsch. Ich hätte es jedenfalls gerne noch mal hier vorne gehabt. Noch Fragen an den Zeugen Friedrich derzeit? Nein, danke. Bleibt unvereidigt. Bitte nehmen Sie hinten Platz. Frau Weller? Frau Weller, mir ist in der Verhandlung vor allen Dingen eine Sache aufgefallen. Jedes Mal, wenn Ihr Mann Ihnen versichert hat, dass er Sie liebt, dass er bei Ihnen bleiben will, haben Sie überraschend aggressiv reagiert. Das ist für mich überraschend. Warum? Das verstehen Sie doch sowieso nicht. Ich weiß auch gar nicht, was das hier soll. Ich habe gestanden und das muss doch wohl reichen. Nicht unbedingt. Es gibt zwei Dinge. Ein Gericht muss zunächst einmal von dem Geständnis überzeugt sein. Okay, ich glaube es Ihnen. Sagen wir mal, ich glaube es Ihnen. Nur ich wäre eine sehr schlechte Richterin, wenn ich es dabei belassen würde. Das Entscheidende nach einem Geständnis oder überhaupt, wenn man überzeugt ist, dass jemand etwas gemacht hat, sind die Umstände der Tat. Denn sonst kann ich überhaupt gar keine Strafe bestimmen. Das heißt, also ich will wissen, die Höhe der Strafe hängt von der Aggressivität ab, von vielen Dingen. Und warum? Warum reagiert man so? Sie wollen nicht mehr. Oder warum preisen Sie ihm die Patti Hof so an? Sie haben gewonnen. Eine Verhandlung ist kein Spiel. Die Patricia Hof hat ja ausgesagt, dass sie am Anfang ungemein nett mit ihrem Mann umgegangen sind, aber plötzlich 180 Grad Drehung, böse Zwillingsschwester. Das waren die Worte, die gefallen sind, und zwar schlagartig. Mit anderen Worten, es muss einen konkreten Auslöser gegeben haben. Ja, es gab da in der Reha so einen Schlüsselmoment. Dann erzählen Sie doch mal. Naja, es war so, dass Roman die ganze Nacht in meinem Bett gesessen ist und er morgens völlig gerädert war und normalerweise hätte ich ihm dann einen Kaffee gebracht, aber das konnte ich ja nicht mehr. Und dann war mir klar, dass ich das nie wieder können werde. Zumindest nicht so, dass er es mir nicht abnehmen will. Und Patty kam dann halt mit dem Kaffee und er hat sie total dankbar angelächelt.
Ja, aber das war doch eine völlig harmlose Szene. Da war doch überhaupt nichts dabei. Weißt du, wie viele Sekretärinnen am Tag ihrem Chef den Kaffee bringen? Deswegen, was soll das dann mit den Murmeln? Warum machst du sowas? Roman, hast du dir das so vorgestellt? Eine behinderte Frau an deiner Seite? Wir hatten so viele Pläne. Ich meine, wir wollten Kinder bekommen. Das ist doch alles hinfällig jetzt. Da ist überhaupt nichts hinfällig. Wir können doch unsere Pläne trotzdem verwirklichen. Aber nur weil mein Leben jetzt ein Desaster ist, muss doch Romans Leben nicht auch eins sein. Ich meine, ich habe ihn geheiratet, um ihn glücklich zu machen. Ja, ich bin. Und ich dachte, dass er mit Patty glücklich werden kann. Und das war mein Eheversprechen und das gilt. Es sind zwei Leute, die sich da was versprochen haben. Sie haben also mit anderen Worten die Rechnung ohne ihren Mann gemacht. Ja, ich meine, Roman ist einfach so eine treue Seele, aber ich dachte, früher oder später, wenn er noch mal in die Reha kommt, dann werden sie sich schon nahe kommen. Und wenn ich dann noch dazu eklig zu ihm werde und behaupte, dass ich was mit Axel habe, dann dachte ich, wenigstens da, an dem Punkt wird er sich in Patty verlieben. Aber was da wirklich hätte passieren können, da haben Sie nicht drüber nachgedacht, oder was? Wenn jemand auf einer Steintreppe aufschlägt, völlig unerwartet, ja, bei so einem Sturz? Ich wusste doch, dass Roman immer einen Fahrradhelm trägt, wenn er nach draußen geht. Also wusste ich auch, dass nichts Schlimmeres passiert. Und ich wollte einfach nur, dass er wieder in die Reha kommt. Aber ich bitte Sie, sind Sie denn nie auf die Idee gekommen, Ihren Mann einfach zu verlassen, ehe Sie zu solchen Mitteln greifen? Sie haben ihn doch selber erlebt, das hätte er doch niemals zugelassen. Also für mich war klar, dass er gehen muss. Aber das, Linda, das hätte ich doch nie gemacht. Das hätte ich doch nie gemacht, das hätte doch nie funktioniert, das weißt du doch wohl. Oh Mann, Linda. Linda, ich bin doch nicht mit dir zusammen aus Mitleid oder so. Ich lieb dich doch. Wir haben doch auch so noch viele Pläne. Wir können doch so viel noch machen. Wir können vielleicht keine Kinder mehr haben. Und wahrscheinlich werden wir auch nicht mehr auf dem Mount Everest zusammenklettern. Aber das ändert doch nichts an unserer Liebe. Du bist doch meine Traumfrau. Wir sind doch zusammen. Wir gehören zusammen. Linda, lass uns das bitte wieder versuchen. Lass uns wieder zusammenkommen. Ich lieb dich. Ich weiß jetzt auch nicht mehr, was ich sagen soll. Ich konnte einfach nicht mehr klar denken und ich hätte fast den Mann meines Lebens verlassen. Oh Mann. Noch Fragen an die Angeklagte? Nein. Nee. Bleibt unvereidigt, hätte ich fast gesagt. Okay. Das werden Sie natürlich nicht als Angeklagte. Sie nehmen wieder drüben Platz bei Ihrem Verteidiger her. Dann schließe ich die Beweisaufnahme. Es sei denn, ich höre Anträge. Nein. Höre ich nicht. Nein. Herr Staatsanwalt Röber. Frau Vorsitzende, was die Angeklagte mit den Murmeln einem Kinderspielzeug gemacht hat, das war kindisch, aber es war nicht kindlich. Es war brandgefährlich, es war hochgefährlich. Und wenn sie uns hier erzählen will, es konnte doch nichts Schlimmes passieren, er trägt doch immer einen Fahrradhelm, dann frage ich mich, wo trägt ihr Mann denn einen Fahrradhelm? Trägt er den auf dem Kopf oder trägt er ihn auch auf dem Rückgrat, dass das nicht gefährdet ist? Und trägt er den auch an der Hüfte oder wie sieht das aus? Der Mann hatte einen Vorschaden, das wussten sie doch alles. Sie wussten, dass sie da schadensvertiefend tätig werden. Und das ist in der Strafzumessung selbstverständlich zu berücksichtigen. Sie haben da durchaus eine schwere Verletzung ihres Mannes in Kauf genommen. So ist es einfach. Und es ist eine etwas merkwürdige Art, muss ich sagen, ihr Trauma, das sie sicherlich haben, zu verarbeiten. Das kann ich nicht nachvollziehen. Und ich fand ihr Geständnis im Ansatz auch ein wenig durch Selbstmitleid geprägt. Das muss ich auch sagen. Ein Jahr Freiheitsstrafe beantrage ich hier zu verhängen, zur Bewährung auszusetzen. Vielen Dank, Herr Staatsanwalt Römer. Herr Rechtsanwalt Düss. Frau Vorsitzende, Herr Staatsanwalt, Sie haben das richtig gesagt. Es ist eine sehr merkwürdige Art, mit dieser Lebenskatastrophe fertig zu werden. Weil es eine sehr merkwürdige Art war, meine ich, muss man das Ganze auch strafmildernd sehen. Selbstverständlich ist der Tatbestand verwirklicht worden. Es hätten auch viel schlimmere Sachen passieren können, aber es war in einer Ausnahmesituation. Meine Mandantin hätte das nie gemacht, wenn nicht wenige Monate vorher sich ihr ganzes Leben verändert hätte und sie offensichtlich nicht mit dieser Situation klarkommt. Und sie hat hier auch nicht voller Selbstmitleid gesprochen, sondern ganz im Gegenteil. Sie hat versucht, alles auf sich zu nehmen, sogar noch zu sagen, verurteilen Sie mich zum Höchstmaß, ist mir alles egal. Sie hat im Endeffekt, so pervers das klingt, nur an ihren Mann gedacht. Aber das belegt ja wieder diese völlig verquere geistige Situation, in der sie war. Natürlich muss das bestraft werden, aber ich denke, wir können bei einem halben Jahr und das auf Bewährung durchaus bleiben. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Rechtsanwalt Düss. Sie haben das letzte Wort, Frau Weller. Ich denke, ich habe hier alles gesagt. Wie gesagt, ich habe einfach nicht mehr klar gedacht. Im Namen des Volkes ergeht folgendes Urteil. Die Angeklagte wird wegen gefährlicher Körperverletzung zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr verurteilt, ausgesetzt zur Bewährung. Sie trägt die Kosten des Verfahrens. Bitte nehmen Sie wieder Platz, meine Damen und Herren. Frau Weller,
Der Staatsanwalt sagt, Sie hätten sowas in Kauf genommen. Sie haben was ganz anderes gehofft. Sie haben doch gesagt, Sie wollten Ihren Mann wieder in die Reha bringen, damit er sich endlich an die Zeugin Patty Hoff hält. Mit anderen Worten, Ihnen war völlig bewusst, wie gefährlich das war. Vor allen Dingen mit seinen Vorschäden, wenn er fällt. Sicher, es kommt nicht auch noch eine Schädelverletzung dazu, das wollten Sie überhaupt gar nicht. Aber Hüfte, all das war klar. Und normalerweise hätte das hier deutlich im Rahmen um die 2 gelegen. Nur, dass wir bei 1 Jahr geblieben sind, hat damit zu tun, aus dieser spontanen Situation und aus dieser Spirale, in die Sie sich hineinbegeben haben, egal was Sie gemacht haben, selbst irgendwo nett auf dem Sofa gesessen mit der Kunst in Person. Ihr Mann ist nicht drauf angesprungen. Frau Weller, zu einer Ehe, ich weiß nicht, ob ich was Neues sage, es sind 2 Versprechen. Es ist nicht nur Ihres. Er hat Ihnen auch was versprochen. Und wenn er sich daran halten will und wenn er den Mount Everest nicht besteigen will, warum auch? Er sieht andere Dinge in dieser Ehe. Und das haben Sie ihm mit Gewalt wegnehmen wollen. Sie haben seine Entscheidung nicht akzeptieren wollen und wollten an ihrer festhalten. Und dazu haben Sie das alles gemacht. Deshalb unter 1 Jahr gibt es bei mir dafür nicht. Aber zur Bewährung. Gegen dieses Urteil gibt es das Rechtsmittel der Revision einzulegen binnen 1 Woche ab heute. Die Verhandlung ist geschlossen.